Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben. Es geht weiter mit unserem Freund, dem Alien. Ich habe mich hier unter diesem Bett noch nicht hervorgetraut, wie ihr euch wahrscheinlich sowieso schon gedacht habt. Das Alien poltert mir hier auf dieser Seite im Ohr rum. Ich mache es noch ein wenig lauter. Und ja, wie ihr wisst, haben wir hier in diesem Raum, wo das Alien scheinbar schon zugeschlagen hat, die Schlüsselkarte gefunden. Und jetzt kommen wir hier einfach nicht mehr raus. Unsere Aufgabe ist es jetzt, zu Dr. Kuhlmann zurückzukommen. Der, wie ihr hier auf der Karte seht, hier sind wir, A29. Und wir müssen hier oben hin. So, da können wir nicht durch, weil es zu. Das heißt, eigentlich muss ich, wenn ich hier rauskomme, geradeaus rüber. Aber erstmal gehen wir hier zum Speichern. Also geradeaus rüber einfach nur. Links, links. Geradeaus. Links, links. Geradeaus, links, links. Das werde ich wohl gerade noch hinkriegen. Wenn wir hier jemals die Möglichkeit haben, den Raum zu verlassen. Und ich denke, daran wird es scheitern, dass wir folgenweise in Schränken und unter Betten verbringen. Das ist natürlich super. So, was ist jetzt mit dir? Jetzt ist er wieder weg. Komm. Komm, rüber. Und da geht's nämlich dann raus. Können wir hier irgendwas Nützliches für uns tun? Nein. Können wir nicht. Kann ich mich hier unterm Schrank verstecken? Können wir auch nicht. Alien ist nicht da. Okay, gut. Och Mann, ist wieder alles voll. Mann, ja, ach, ich verdrück mich. Das wird uns irgendwann nochmal zum Verhängnis. Cool. Das war ich, glaube ich, selber mit der Tür. Wieso verlässt er die... Mann, ey, das ist doch scheiße. Ich wollte nicht verlassen. Ich wollte ins Inventar. Ich kann nicht ins Inventar, wenn ich im Schrank bin. Scheiße, ich wollte eben ein bisschen basteln schnell. Ich höre es. Rechts. Oh. Ich empfehle es euch mit Kopf. Kann ich jetzt bitte diesen Schrank verlassen? Auf Terminal zugreifen. Wehe, das kommt jetzt von hinten. Das wäre richtig mies. Haben wir hier. Aufwachraum. Ich habe einen Patienten gefunden, der seit Tagen im Aufwachraum festsaß und sich... Ey, wenn das jetzt kommt, ne? Das wäre richtig mies von dem Spiel. Oh Gott. Mir jetzt auch egal, was da steht. Raus aus dem Terminal. Du Scheißvieh, das... Das ist hier, ne? Wo? Piss dich. Ha! Geh raus hier! So laut. Komm. Das ist meine Chance. So schnell kommt das bestimmt nicht zurück. Ganz bestimmt nicht. Jetzt muss ich ja auch noch hacken. Das kann ich nicht so schnell. Bin unter Druck. Jetzt mach auch.
Das muss uns eigentlich gesehen haben. Ohne Witz, das war krass. Da kommt's. Oh, doch nicht. Oh Gott, wie soll ich das überleben? Ich möchte speichern. Ich muss da irgendwie hinkommen. Guck, wir haben es wahnsinnig weit geschafft. Es ist aber eigentlich nur noch ein Raum weiter. Was müssen wir, wenn wir hier rauskommen? Links, habe ich gesagt, ne? Da raus und dann gleich links in den nächsten. Heftig, dass uns das nicht gesehen hat. Ich bin losgesprintet und alles. Geht bloß hier runter, ey. Oh Gott. Speicherpunkt, da ist der Speicherpunkt. Schneller. So, schnell nochmal unter den Tisch. Schnell. Oh. Okay, gespeichert haben wir. Sehr gut. Sehr gut. Komme ich hier überhaupt raus? Nee. Komme ich nicht. Wir müssen jetzt also wieder zurück, ne? Ja, wir müssen raus. Links rum. Und die nächste... Obwohl, da ist ein Schacht, aber da bringt uns nichts. Da geht's auch nicht weiter. Also links. Rechts. Am Ende. Ein langer, langer Weg steht uns bevor. Und das Ding kommt schon wieder. Aber es kann uns eigentlich nichts mehr passieren, weil wir die Schlüsselkarte haben. Kann nichts mehr passieren. Links. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ein wahnsinnig ungutes Gefühl. Und ich möchte mich gern verstecken. Und wo lang? Wo lang? Oh. Verstecken ist gut. Das geht wirklich Schritt für Schritt voran hier. Anders geht es einfach nicht. Echt. Das ist nicht möglich. Da poltert es schon wieder rum. Ich frage mich, ob wir uns noch einen Schritt raustrauen sollen. Rechts weiter. Komm bitte einmal hier vorbei. Ja, das ist ganz in der Nähe. Ich kann jetzt hier gerade nicht raus. Trinke ich beim Schluck. Also. Geht's jetzt? Komm. Stehen hier nicht rum. Das ist einfach nur hier, um mich Schritt für Schritt vorzupirschen. Ich weiß, dass ich hier nicht rein muss in diesen Raum, aber wie ihr seht, ne? Zum Verstecken eh halten, dann sprinte ich da rein. Ist ja auch nice. Aber brauchen wir nicht. Karte. Ist da auch noch eine Tür? Jetzt habe ich doch leicht die Orientierung verloren. Wenn ich hier jetzt raus will, da raus, rechts. Okay, es ist nicht da. Oh oh. Ah.
Geh weg, bitte. Da müssen wir raus. Wir haben es fast geschafft. Ich würde sagen, geradeaus rüber speichern, oder? Ich hoffe, ihr könnt überhaupt was sehen. Es ist so dunkel. Nee, jetzt ist es da. Oh, bitte nicht. Nein! Oh Gott. Geh weiter, geh weiter, geh weiter. Oh, das ist dieser Scheißraum in der Mitte. Wo ich, aber wir müssen doch... Ach komm, da gehen wir durch, weil da sind noch Schränke zum Verstecken. Schnell, 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 schnell! Warum kann ich mich hier nicht verstecken? Doch da. Genau. Hier erkennen wir es doch wieder. Hier waren wir bereits schon mal. Und jetzt müssen wir da hinten zum anderen Ende und nochmal versuchen zu speichern. Dann sind wir fast da. Scheiße, das regnet! Im RL. Fuck. Meine Wäsche. Kleinen Moment. So, ich bin wieder da. Leute, sorry, aber da musste ich mal eben ganz schnell loslaufen. Aber jetzt konzentrieren wir uns schnell wieder auf unser Spiel. Es wird langsam übrigens ziemlich dunkel. Ich muss gleich mal richtig das Licht anmachen. Ich habe die kleine Lampe gerade eben einmal angemacht, aber die ist noch nicht in der richtigen Position sozusagen. So, was ist jetzt mit dir? Scheiße, dass man sich hier nicht unter diesen Tischen verstecken kann. So, was ist jetzt? Komm, ich riskiere das gleich. Beziehungsweise jetzt. Und wir werden speichern. Es ist mir egal. Wir werden speichern, wir werden speichern. Wir werden es auch schaffen zu speichern. Die Gefahr ist nah. Die Gefahr ist nah, aber wir haben gespeichert. Ich bleib hier in der Ecke. Wir gehen einfach ganz schnell, ganz schnell, 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 schnell. Hier einmal in den Schacht. Gucken auf die Karte. So. Wir kommen durch. Wir kommen durch. Wir kommen durch. Einmal durch den dunklen Schacht. Auf die andere Seite. Hallo? Die Kamera hat uns auch gesehen. Da müssen wir hin, Leute. Und das schaffen wir jetzt auch. Da kommen wir nicht durch. Kommt der uns jetzt hier noch hinterher? Ich gehe mal lieber kurz einmal in den Schrank. Wir warten ganz kurz. Da ist es nämlich. Es scheint aber vorbeizugehen. Scheint. Bin übrigens auch ein bisschen nass geworden gerade. Interessiert euch nicht, ne? So, was ist jetzt mit dir? Wir sind hier eigentlich schon, ne? Ich bin irgendwie falsch. Scheiße. Begrüßungsraum? Oh, fuck. Ich bin irgendwie falsch gegangen jetzt. Wie komme ich jetzt zu ihm hin? Da sitzt er doch.
Und dann kommt das Alien hier auch nicht rein, oder? Verdammt, Coolman! Sie wussten, dass dieses Ding hier ist! Das ist unfair! Ich war mir nicht sicher, ob es dort ist. Und jetzt den Zugangscode! 1702. Zufrieden? Jetzt lassen Sie uns zur Arzneiausgabe gehen! Natürlich, natürlich! Versprochen ist versprochen! Bitte entschuldigen Sie mein Verhalten! Ich gehe in den anderen Raum und gebe den Code ein, um den Lift zu aktivieren. Dann können wir die Schlüsselkarte nutzen, um nach unten zu fahren. Ja, und das heißt jetzt für mich, was? Alien kommt nicht. Erstmal wird wieder gespeichert. Natürlich wird wieder gespeichert. Das ist, ja. Fühle ich mich besser. So. Okay, ich glaube hier... Wo ist er jetzt? So. Ich sammle meine Sachen und dann können wir los. Ja, dann sieh zu. Wir haben nicht so viel Zeit. Und was soll ich jetzt hier warten? Oder ich verstecke mich hier. Was guckst du so? Ah! Scheiße! Nehmen Sie den Aufzug! Hier, oder? Schlüsselkarte benutzen. Mann, ey, super. Jetzt ist der auch tot. Die Errungenschaft nennt sich, wie fühlen Sie sich? Ja, ich fühle mich blendend, muss ich sagen. Aber wir haben es geschafft und ich bin stolz. Das war gar nicht so schlecht. Würde ich sagen, weil das ist nämlich nicht einfach. Finden Sie ein Medikit. Das kann ich mir doch basteln. Oh, geil, ey. Das Kackteil ist hier auch wieder vertreten, natürlich. War klar. Und euch geht's wahrscheinlich auch schon auf den Piss. Meine ständige Speicherei. Aber wenn ihr das selber zockt, könnt ihr das, glaube ich, nachvollziehen. Wie wichtig es ist, hier zu speichern. Ach so, ja. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich machen wollte. Moment. Wir gehen hier mal kurz hin. Nee, ich komme durcheinander mit The Evil Within und Alien und dem Inventar und den Tasten und so weiter. So. Ja. Es ist, können wir wieder nichts machen hier. Können wir eine Rohrbombe machen. Da fehlt uns immer noch Sprengkapsel. Da fehlt uns alles quasi für... Dafür braucht man auch eine Impfpistole. Interessant. Blendgranate vielleicht. Dazu fehlt uns Bindemittel. Gar nichts können wir machen, ja, hervorragend. Aber ich habe das Falsche ausgewählt. Natürlich bin ich hier nur mit dem Revolver unterwegs. So, wo müssen wir jetzt lang? Ich überlege, eigentlich können wir hier auch jetzt den Part beenden, ne? Finden Sie ein Medikit? Nach Medikit gucken wir noch eben. Würde ich sagen. Aha. Oh, nice. Ein Elektroschocker. Geil. Yes. Damit können wir uns gegen das Alien wehren. Ganz bestimmt. Geil. Was ist hier? Ist hier ein Versuchslabor oder? Oder so Bindemittel? Okay, meine Lieben, jetzt. Was machen wir hier schon wieder für einen Lärm? Wir können noch mal da hinten eben in den. Nee, komm, ich möchte gerne auf den Terminal zugreifen. Da gucken wir noch eben einmal. Ich glaube, ihr könnt mich gleich auch sowieso schon nicht mehr sehen, weil es ist zu dunkel. Okay, das kann man also nicht aktivieren. Da fehlt irgendwas. Aber wir wollen uns hier auch nicht den Arsch abfrieren, ne? So, jetzt können wir auf jeden Fall aber was craften.
Rohrbombe. Blendgranate. Brauchten wir dafür nicht Bindemittel? Habe ich das nicht gerade gesagt? Hier. Ja, egal. Ich würde sagen, ja, ist ja gut. Wichtig ist Medikit. Hä, ich habe doch die scheiß Pistole gerade. Ach komm, ihr könnt mich mal. Ihr könnt mich mal. So, wir wollen hier nochmal eben das Medikit suchen. Dieses Scheiß... Was ist mit diesen Leuten da los? Dieses Alien ist hier auch wieder am Start. Medikit. Irgendwo hier muss ein Medikit sein. Ja, hier sind wieder irgendwelche Leichen. Vielleicht ist es ja Strom wiederherstellen. Ich weiß nicht, wo das Medikit sein soll, ganz ehrlich. Gesperrt? Kühlmittel aktivieren. Ach so, alles klar. Jetzt können wir das hier mal machen. Ob das Sinn macht oder nicht, weiß ich nicht, aber... Wieso geht das jetzt nicht? Für mich verarschen. Ach so, das geht nicht, weil hier fehlt ja noch eins. Ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe. Ach ja, komm. Hier können wir das sicherlich auch machen. Ich glaube, wir frieren die Leute da jetzt ein. Warum wir das tun, keine Ahnung. Aber jetzt reicht's auch für die Folge. Würde ich sagen, wir machen einen kurzen Cut. Wir müssen immer noch das Medikit suchen. Machen wir in der nächsten Folge. Ich verstecke mich hier unter dem Terminal. Unterm Tisch. So kann uns nichts passieren, würde ich sagen. Und ich sage einfach bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.